Brezen Kolb wünscht gute Unterhaltung mit dem Frankenfernsehen Staufrühstück. Tag 2 beim Frankenfernsehen Staufrühstück und heute ist quasi ein Feiertag, denn es ist Welttag des Fernsehens. Wir schauen jetzt mal, wie gut sich die Leute hier in Fürth mit dem Lieblingsmedium der Deutschen auskennen. Und zur Belohnung gibt es auch ein paar Brezen. Wie viel Fernsehen schauen denn die Deutschen so im Schnitt pro Tag? Ich schätze mal 2 Stunden. 3,5 Stunden. Sie sind gut und haben Sie sich eine Breze verdient? Welcher Fernsehturm ist höher? Der Olympiaturm in München oder der Fernmeldeturm in Nürnberg? In Nürnberg. Nürnberg? Nürnberg, glaube ich. Richtig. Welchen Knopf hat denn Bundeskanzler Willy Brandt 1967 gedrückt? Das Fernsehen, Farbfernsehen. Den Knopf, mit dem das Farbfernsehen in Betrieb gesetzt wurde. Den Farbfernsehknopf. Dankeschön. Danke. Guten Morgen. Ganz fix, wir sind vom Frankenfernsehen Staufrühstück. Bei uns gibt es heute Brezen, wenn Sie mir eine Frage beantworten. Schätzen Sie doch mal, wann wurde das erste deutsche Fußballspiel live im Fernsehen übertragen? 1952 oder 54? 52. Ich sage 52. 54. Ja, würde ich auch sagen, 54. Es war 52. 52. Richtig geraten, dann gibt es Brezen für Sie. Ja. 1928 wurde das Fernsehen auf der Funkausstellung vorgestellt. War die in Berlin oder in Fürth? Berlin. Ich sag hier in Fürth. Berlin. Richtig. Super. Dankeschön. Welcher Fernsehsender ist der Regionalsender in Mittelfranken? Frankenfernsehen. Frankenfernsehen. Top. Bitteschön. Tschüss. Brezen Kolb wünscht gute Unterhaltung mit dem Frankenfernsehen Staufrühstück.